Dr. Malte Puchert und Tim Gabel analysieren. Freunde, let's go. Ich bin gespannt, wer der Dr. Malte überhaupt ist. Kenne ich gar nicht. Das ist jetzt der zweite Teil des Netty or Not mit Tim Gabel. Heute schauen wir uns unter anderem an. Da nimmt sich der Tim tatsächlich einen Doktor zur Seite, um das herauszufinden, statt mich einfach zu kontaktieren. Ich bin nur der Netty Inspektor, Digga. Natural, denn Dwayne Johnson, The Rock ist. Oder auch der deutsche Wettkampf. Ja, Natural Bodybuilder Patrick Teutsch. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Dankeschön. Folgenden Video. The Rock. Dwayne Johnson. Mein Lieblingsnaturalathlet. Ja, es ist krass, dass der nur mit 18 einmal ganz kurz Steroide ausprobiert hat, dann gemerkt hat, es ist nichts für ihn und sie dann nie wieder angefasst hat. Das hat er gesagt? Boah, wie streifig war der denn da, Alter? Mit 18 Alter konnte ich immer die Form anhauen. Ja, und das vollkommen natural, ist klar. Weil, wie gesagt, nur mit 18 einmal ganz kurz ausprobiert. Auf was? Ich bin gespannt, was der Doktor zu Patrick Teutsch sagen wird. Ist nichts für ihn. Ich war ganz früher habe ich auch so gedacht, so, oh, vielleicht, ich wollte es echt glauben. Aber der hat ja schon in seinen 20ern, als er noch Wrestler war, musste ihm ja schon eine Gyno entfernt werden. Ach. Der hatte da eine Gyno. Boah, sehr, sehr starke Insider-News hier von Dr. Malte, das gefällt mir. Peter hatte eine Zeit lang, ich war damals, habe ich mir Wrestling gerne angeguckt, und der hat eine Zeit lang, ist er dann mit so einem T-Shirt oder sowas dann in den Ring gestiegen, weil ihm eine Gynäkomastie entfernt wurde. Na klar, eine Gynäkomastie Krass. Kann man auch so kriegen. Mhm. Ich hatte auch Pubertätsgynäkomastie, ne, das ist, aber... Kennt man. In seinem Fall ist das, er hatte auch damals in seinen 20ern schon irgendwie 120 Kilo, nur nicht in so trocken, als er... Ja, aber jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Wer behauptet, The Rock sei Netty? Freunde, ganz ehrlich, der hat Kontrolle über sein Leben verloren. Der ist alles, aber nicht natural. Dann wollte er ein normaler Schauspieler werden und hat Gewicht abgebaut und sah dann ja auch natural aus. Das war ja, ne, dieses Bild, was wir da links sehen, ist ja nach seiner Wrestling-Phase, wo er weniger Muskeln hatte als vorher. Und ich würde sagen, in dieser Phase, wo er natural aussieht, war er auf TRT. Mhm. Und was er jetzt genau alles nimmt, ist eine andere Sache, aber wenn der... So kleinen Anti-Aging-Mix? So ein bisschen Wachs und Testo, nein, ich glaube, da ist mehr drin, Digga. Wachs, bisschen Testo. Heiko Kalbach würde sagen, so ein Anti-Aging-Mix. So was? So ein Anti-Aging, ne? Ja, ja, genau. Ey, Dr. Malte ist voll drinne. Tim Gabel wusste gerade gar nicht, wen der meint mit Heiko Kalbach. Dr. Malte gefällt mir. Ja. Heiko Kalbach auch immer. Nee, das ist auch in Heiko Kalbachs Wortwahl sicherlich mehr als... Tim weiß, glaube ich, ist gerade völlig überfragt, glaube ich. Anti-Aging? Ja. Was für Heiko? Wer ist Heiko? Der ist 50 Jahre alt und hat eine Form, die schon bei einem jungen Menschen dauerhaft nicht, also vom Körperfettanteil dauerhaft meistens nicht ausreicht, um das Testosteron oben zu halten, geschweige denn in dem Alter, und das mit einer Muskelmasse, die... würde ich behaupten, so gut wie niemand natural überhaupt hinkriegt. Okay, also du sagst quasi, der kann jetzt auch kein genetisches Wunderwerk sein. Und ich würde behaupten, er ist nah dran, ein genetisches Wunderwerk zu sein, obwohl und trotzdem ist das nicht natural. Okay, krass. Also selbst diese Form auf... Ey, bin echt gespannt, was jetzt so Patrick gleich sagen wird. Diese Form auf Stoff ist für einen Durchschnittsathleten nicht erreichbar. Krass, okay. Also selbst man kriegt ja immer auf Stoff... Für Freunde, wie viele Stoffer kennen wir aus den guten alten McFit-Studios, die voll sind bis oben hin, aber die nicht mal ein Streifen an der Schulter haben oder ein bisschen Vaskularität oder sonst was? Kennen wir alle. Findet man in jedem McFit. Das sind einfach nur Fettsäcke und die finden wir auch bestimmt hier bei uns im Livestream gerade. Viele nicht möglich, sagst du? Krass. Für viele Leute ist ich habe vielleicht eine verzerrte Perspektive, weil ich halt selber ich glaube, viele Leute, nur meinen viele Körper Leute, ja, und viele Leute, die immer über Stoff und so reden, weil sie auch da die Erfahrung haben, haben auch, glaube ich, eine verzerrte Perspektive, was so für den Otto-Normalverbraucher eigentlich so drin ist. Ja. Und wie der hier in diesem Herkules-Film oder so war das, glaube ich, ne? Ja. Wie er da, außer die Masse dazu auch, der ist irgendwie über 1,90 groß, der wiegt, keine Ahnung, was wiegt der, 120 Kilo in Trocken oder sowas. Das ist einfach, und das mit 50. Also es ist... Also auf Stoff, sagst du? Ja. Auf Stoff, natürlich. Auf Stoff. Aber es ist auch klar, dass er es nicht sagen darf. Er ist das Vorzeigeschild von Hollywood. Ne? Ich glaube aber auch häufig, dass man die Formen von Leuten gar nicht sieht, weil die halt auch einfach nicht lang genug durchziehen. Also jetzt bei mir zum Beispiel ist es auch einfach gedauert, bis ich dann gesehen habe, okay,
Also die ersten 3-4 Jahre siehst du auch. Ja, aber du hattest diese Form mit 18, ja, die andere Leute, egal in welchem Alter, auch nie kriegen. Ja, safe, aber ich habe zum Beispiel es auch bei mir nach 4 Jahren hätte ich nie gedacht, dass du aussehen kannst. Es gibt sogar Leute, die mit Stoff deine damalige Form nicht kriegen können. Okay, krass. Ja. Ne, weil es Leute gibt, die einfach auch ohne Stoff so... Ja, glaubt auch keiner, aber... Pente? Ja, der Pente. Aber es wird halt nicht darüber geredet, ne? Leider. Die reden einfach nicht drüber. Warum auch immer, frage ich mich auch. Sag doch einfach, ja klar, ich habe das und muss ja nicht sagen was, aber ich bin... Ich bin am Juicen, fertig aus. Schmal gebaut sind, dass da mit Stoff dann immer noch sie, naja, schlechter aussehen als andere Leute, wenn sie nichts nehmen. Ich bin halt immer vorsichtig mit solchen Sachen, weil es dann immer so. Ja, denk dran, ne? Janis Kara, Lars Ludwig sind nur 2 Namen, die ich entlarvt habe damals. Ja, es gibt noch viele andere, aber ich bin erstmal, ich halte mich bedeckt, Freunde, ich halte mich bedeckt. Wenn einer die Information hat aus der deutschen Fitnessszene, wer wo was als erstes drin hat, dann bin ich das, okay? Kein anderer, glaubet mir. Bei mir zwitschern die Vögel durch dieses Fenster da hüben, durch dieses anabole Fenster, als allererstes, glaubt mir. Selbstvernichtende Argumente. Ach komm, one more, good to go. War nicht so schwer bei ihm, ja? War nicht so schwer? Warte ab, Junge. Sind, weil man dann irgendwie sagt so, yo, dann lohnt es sich ja für mich gar nicht. Und war lange Recherche habe ich betrieben. Ich hätte nie gewusst, dass ich so aussehen kann. Hätte ich jetzt nicht wirklich jahrelang durchgezogen. Oh komm, The Rock ist uninteressant. Wo ist denn der Patrick? Das ist viel interessanter. Ach, kommt jetzt direkt. Komm, wir gucken noch The Rock zu Ende. Nee, und wenn du aber auch selbst für dich, wenn du nicht so aussehen könntest, also wenn man zum Beispiel von Natur aus sehr schmal ist und da man dann kaum die Möglichkeit hat, was aufzubauen, baust du ja trotzdem was auf und verbesserst ja trotzdem deine Form. Und verbesserst sie so, dass das einen großen Unterschied macht. Und anfangs kann man das ja auch bei fast keinem sagen, wirklich. Richtig. Also ich finde, es ist eher gefährlich, wenn man sagt, ey, das macht keinen Sinn zu trainieren, wenn man nicht so aussehen kann wie du. Genau, das ist eher das Ding. Das ist so der falsche Rückschluss, den man daraus ziehen kann. Deswegen sage ich auch immer, es ist... Natürlich ist Lars stoffig auf Stoff. Wer behauptet denn was anderes? Niemand kann natural mit 15... Er sagt es doch so sogar selbst mittlerweile. ...so aussehen wie Dwayne Johnson und... Aber am Anfang hat er sich von unseren Behauptungen sehr stark getriggert gefühlt. Das ist jetzt schon fast wieder ein Jahr her, als die Thematik kam. Du wusstest es nicht? Ja, krass. Die wenigsten können natural mit 18 so aussehen wie du. Dwayne Johnson könnte natural mit 18 wahrscheinlich so aussehen wie du, ja. Und du könntest vielleicht mit Stoff so aussehen wie Dwayne Johnson. Mhm. Vielleicht. We will never know. Ich fasse dich nicht an. Ey, der Doktor gefällt mir. Das ist das erste Video, was ich von ihm sehe, finde ich aber nice. Bäh, warte, ihn würde ich skippen, weil er ist safe auf Stoff. Ja. Ja, wir wollen Dings sehen. Patrick Teutsch. Aber was ich interessant finden würde, ist hier Patrick Teutsch. Jetzt bin ich echt gespannt, was er sagt. Patrick Teutsch ist um Weiten krasser als The Rock, okay? Und trotzdem sage ich, The Rock ist auf Stoff, Patrick nicht. Einfach aus dem Grund, weil Patrick lebt den Scheiß jahrelang 24-7, ist Vollblut-Vollzeit-Bodybuilder und The Rock nicht. Er macht es nebenbei, es ist Schauspieler und er schafft es in ganz kurzen Zeitraum, sich krass zu transformieren. Und bei so einem Teutsch sieht man wirklich, wenn er eine Diät anpeilt, wie lange es dauert. Die Jungs machen ja mittlerweile 8 Monate fast, sind die in Wettkampfprep, um in diese Shape zu kommen. Deswegen behaupte ich, ich bleibe dabei, Patrick Teutsch ist nett. Lukas gesagt, ach, so sah der aus, bevor er Bodybuilder war. Guck, aber weißt du, wie alt er da war? Nee, weiß ich nicht. Aber guck, da würdest du ja auch nicht sagen, dass der... Teutsch ist kein Polizist. Keine Ahnung, wer das Gerücht in die Welt gesetzt hat. Deutsch ist kein Polizist, war er auch noch nie. Genetiker. Schmale Schulter ist Polizist. Ja. Auf dem Bild auf keinen Fall. Kommt drauf an, wie alt er ist. Wenn er da 13 ist, vielleicht schon. Also wie alt, muss man fragen, wie alt er da ist. Wenn, ja, er, da, wenn er da 13 ist auf dem, ja, ich Bild. Ich glaube, er hat da ein bisschen Bärtchen. Also. Wenn er da aber irgendwie schon 17, 18 ist, würde man nicht sagen, dass er eine krasse Genetik hat auf dem Bild. Auch wenn er die offensichtlich ja hat. Ich finde, also, die Vaskularität bei ihm ist halt krass. Die hat, also da habe ich sofort irgendwie gedacht, der ist trockener, als er eigentlich ist. Aber das ist schon eine, also das ist schon eine sehr krasse Form. Also ich dachte auch am Anfang, der ist stoffsafe. Also das, wenn man jemanden irgendwo rumlaufen sieht, der so aussieht, ist diese Person normalerweise immer auf Stoff. Aber diese Person ist dann auch nicht einer der besten naturalen Bodybuilder. Das ist auch die Sache wie mit anderen Leuten, wie Brosep und so weiter. Das ist halt immer die Sache, was... Junge, Dr. Malte ist voll drinne in der Szene. Geil. Wer ist Dr. Malte? Ich muss mir den mal... Ich guck mal jetzt sein Instagram. Hat der Instagram? Wenn jeder
oder ein Großteil der Leute so natural aussehen würden, wäre er ja auch nichts Besonderes mehr und es würde keinen Grund geben, warum er irgendwie als, keine Ahnung, einziger Netty da irgendwo die Pro-Card oder was er da geholt hat. Ich bin da nicht so ganz... Dr. Malte Puchert, ich habe ihn gefunden. Geil, der Typ ist sympathisch, der gefällt mir. Aus Lübeck, schade, Leipzig, der kommt weit weg, sonst hätten wir vielleicht mal was zusammen gemacht. Der Typ gefällt mir, der ist cool. Aber wäre das nicht mal interessant, jetzt zum Beispiel für dich zu gucken, so als wir da im Podcast über diese genetischen Marker und so... Biologie- und Chemielehrer. Zellbiologie, Molekularbiologie. Anatom. Medizinischer Fitnesstrainer. Digga, der Typ ist sehr, sehr interessant. Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet und euch stabile Supplements gönnen wollt, dann besucht die Seite esn.com mit dem Rabattcode William. Sichert ihr euch immer den besten Deal, beispielsweise auf das ISO Clear oder einen stabilen Pumpbooster. Hier, Crank Pump Pro, kann ich euch empfehlen. Und wenn ihr was Gutes für eure Gesundheit tun wollt, haben wir auch reichlich Vitamine, wie zum Beispiel Athlete Stack. Also, Rabattcode William, esn.com. Vielen Dank für den Support. Weiter geht's mit dem Video. Es wäre interessant zu gucken, wie, ob er irgendwas bei Myostatin oder Follistatin, ob da irgendetwas bei ihm unnormal ist. Mhm. Das wäre schon interessant. Was ich halt wirklich krass finde, ist, dass er nach seiner langen Wettkampfdiät, wie die meisten natürlich, erstmal einen niedrigen Testosteronspiegel hatte, der aber auch dann ja auch eine Weile später immer noch niedrig war. Ich hatte im Podcast ja auch schon gesagt, der bei dem Follow-up, das er hatte, war sein Testosteronwert zwar irgendwie wieder in Range, aber nur ein Bruchteil von meinem als alten Sack. Der Testosteronwert ist relativ hoch fürs Alter, aber er ist jetzt auch nicht außerhalb der Range und der wird deutlich niedriger, immer noch. Und dann ist natürlich die Frage, wenn er diese Muskulatur halten kann mit dem mit dem Testosteronwert, der normal für einen 60- oder 65-Jährigen ist, wie würde dann bei der Veranlagung, wie würde der dann aussehen, wenn er Stoff nimmt? Das fragen wir uns, denke ich mal, alle, ne? Also, ne, wenn, weil er muss ja, gerade die Muskulatur, die er hat, so im Oberkörperbereich, ne, da wo die ganzen Androgenrezeptoren da sitzen. Die Schulter ist crazy, ja. Die Schulter ist absolut crazy. Alles ist crazy. Crazy und... Der Arm auch. Also. Auch der... Und das ist nicht mal das krasseste Bild. Es gibt noch krassere Bilder von Patrick. Ne? Natürlich sagen dann die Leute immer so, im Vergleich zu den anderen Leuten auf der Bühne bei den Nicht-Naturalen hat er ja keinen Latt oder sowas. Ja gut, aber im Vergleich zu jedem Naturalen ist das einfach mal ein Riesensteak, was da auf dem Arm hängt. Ne? Das ist... Hier finde ich, ja, das geht vollkommen klar. Da sieht man ihn jetzt, wo er nicht so trocken ist. Aber auch diese Form, wo er nicht so trocken ist, wenn du dir das anguckst, ist für die meisten so nicht erreichbar. Also wenn überhaupt. 100%. Und da ist er jetzt wieder shredded, richtig shredded. Und weißt du, was er wiegt? Nee. Ich weiß es jetzt auch nicht. Bühnengewicht, was war das? 85, 87 Kilo? So. Ich glaube, ich hatte mich letztens gewundert, dass er gar nicht so schwer ist, wie er aussieht. Ich finde halt dieses Bild, also das sind so die Pipelines, also wenn ich mir jetzt diese fette Ader wegdenke, dann geht es schon in eine Richtung, wo ich mir das vorstellen könnte, dass es geht, wenn du wirklich ein gifted bist. Also gifted jetzt mal, wenn er natural ist, dann ist er ultra gifted. Ja. Und niemand, der sich so ein Video jetzt anguckt, sollte hoffen, so auszusehen, weil dann wird man unglücklich. Hater. Ja, natürlich. Ich mache das auch alles nur, weil ich selber mit meinem Sport nie Erfolg hatte. Und der hat doch auch noch guten Humor, Alter. Und, aber, ja. Und, ne, das ist klar. Aber wäre doch mal interessant, mal zu gucken, was da so abgeht, Myostatin, Follistatin und was auch immer mäßig. Also, es wäre interessant und vor allem auch, ich weiß ja nicht, ob er jetzt irgendwie... Ich könnte jetzt das wäre doch mal aber eine interessante, das wäre doch eine interessante zweite Doktorarbeit hierzu, mal so molekulare oder genetische Grundlagen von, also um mal diese Frage so zu klären, was ist anders an all diesen Leuten, die nachweislich natural auf diesem ultra krassen Level. Das wäre wirklich sehr, sehr spannende Thematik, was Sie da gerade sagen. Achtet mal. Zu mal so molekulare oder genetische Grundlagen von, also um mal so Genetik und sowas, wenn man das so diese richtig, Frage erforscht, so zu richtig erforscht und sich damit auseinandersetzt. Zum Beispiel, was geil ist, Stefan, du gehst in so eine Röhre wie MRT und dann gibst du so einen prozentualen Satz, sagen wir mal, von guter Genetik, schlechter Genetik und dann steht bei, zum Beispiel, ich gehe in die Röhre, dann steht da so, du hast zu 70% brutale Genetik, fährt so ein Patrick Deutsch in diese Röhre wie beim MRT, 100% brutale Genetik, kommt so ein Thunfisch Aesthetics, 20% brutale Genetik, so, das wäre voll geil, Alter. Klären. Ist so in mein lautes Denken, Wunschvorstellung. Was ist anders an all diesen Leuten, die nachweislich natural auf diesem ultra krassen Level? Ja, in dieser Kamera habe ich einfach keine Schulter.
Meine Schulter ist einfach weg. Wir sind. Okay, dafür. Was? Einfach so ein Arm, richtige Schrottperspektive. Ich muss mal Unterleitnerwinkel anmachen hier beim Strap. Was haben die dafür für Gemeinsamkeiten? Muss man jetzt erstmal sagen, nachweislich natural ist. Ja. Wenn ich sage, dass ich Patrick Teutsch glaube, dass er natural ist, dann ja, weil ich ihn für einen netten Kerl halte und weil ich glaube, dass er so oft getestet wurde, dass es vielleicht möglich ist. Aber dann wäre das nur meine persönliche Meinung. Ich könnte nie wissen, dass er natural ist und ich würde persönlich nie eine Studie machen mit Probanden, bei denen ich es nicht wirklich weiß. Weil wenn aber, so könnte man, nicht aber könntest wäre, du nicht, also ich meine, du würdest doch zwangsläufig quasi Bloodwork machen, irgendwie, keine Ahnung, jeden Monat oder so dann mit denen? Ja, das könnte man schon als irgendwie ob die machen. Dann irgendwie dann so. Also man müsste da schon sehr genau, und da müsste man mehrere von der Sorte auch noch haben, damit man irgendwie eine Statistik draus machen kann. Wie viel bräuchst du? Wie viel Patrick Teutsch bräuchst du? 10 bis 20. 10 bis 20 Patrick ist Deutsch, Digga. Das, die findest du weltweit, aber nicht in Deutschland. Thunfisch hat eine gute Genetik, ich habe nur Spaß gemacht. Der hat eine gute Genetik, der hat gut aufgebaut, der Junge. Je nachdem, da sind wir wieder mit bei Effektgröße und so, je nachdem, ja. Wie deutlich die Ausreißer sind, ne, bei welchen Marken auch immer. Und dann... Das wäre echt interessant. Das Krasse ist, dass mindestens ein Marker, wenn man ihn zumindest in dieser Phase, und der ist ja irgendwie aber immer mehr oder weniger shredded, ne, das heißt, wahrscheinlich wird es dann mindestens... Die haben einfach repostet. Ich habe eine Instagram-Story gemacht, weil hier ist es ziemlich hell bei mir, ja. Haarausfall ist nicht da, ich habe einfach ein bisschen dünnes Haar hier. Und wenn der Strahler scheint im Gym drauf und ich eine Übung mache, dann sieht das aus, als ob ich hier so einen Sinne, den sie dann Haarschnitt hätte. Und ich habe einfach Elite-Hair official markiert. Das ist sogar das falsche Elite-Hair. Das ist irgendeine Beauty-Kosmetik. Das ist auf jeden Fall nicht die Elite-Hair-Klinik, die wir kennen. Ich habe die einfach drauf markiert. Und die haben das jetzt einfach repostet, ohne Sinn. Ey, wie geil ist das denn, Alter? Unglaublich, ja. Geil, sehr, sehr lustig. Naja, egal, weiter. Entschuldigung, muss ich euch kurz zeigen. Mindestens ein Marker bei ihm unterdurchschnittlich ist und das ausgerechnet der Marker, das Testosteron, der einzige oder der wesentliche Grund ist, warum Männer so viel mehr Muskeln haben im Durchschnitt als Frauen. Und genau in dem Bereich, wo er die Muskeln hat. Genau das ist bei ihm unterdurchschnittlich. Und das ist für dich etwas, was so nicht das ist so für ganz mich etwas. Das ist für mich etwas, was, das ist nicht nur für mich etwas, das ist etwas, was erstmal, wenn er die Muskeln dann trotzdem halten kann, nicht zusammenpasst. Er hat ja, glaube ich, auch gesagt, dass er dann eventuell dann vielleicht dann doch auf THT muss, wenn sich das nicht wieder erholt. Patrick geht safe früher oder später auf Stoff. Und wenn das so wäre, aber wenn... Glaubst du, er kann sich durch irgendwie, keine Ahnung, ganz viele verschiedene Wettkampfdiäten sein Testosteron gefickt haben? Das wird ja immer gesagt, dass das möglich ist. Ich bin da aber skeptisch, ob das dauerhaft möglich ist, weil ich glaube, dass unsere Spezies ausgestorben wäre, wenn alle Männer wenn sie in Hungerphasen wären. Natürlich geht der Testosteron runter, der Körper will überleben und reproduzieren kann man später wieder darüber nachdenken, wenn man wieder was zu essen hat. Aber wenn dann jeder gleich unfruchtbar werden würde und die Gonaden sich nicht mehr erholen, Das macht evolutionär keinen Sinn, dass sich sowas von der Selektion her durchgesetzt hätte. Deswegen würde ich denken, wenn es nur die... Boah, ich könnte dem Typen irgendwie stundenlang zuhören. Das ist zwar natürlich auch voll Science-basiert, aber das interessiert mich einfach. Wenn so ein Brozap über irgendeinen Trainingsplan Science-basiert redet oder Ernährung, juckt mich das gar nicht. Aber der Doktor hier, der Malte, ich schwöre es euch, der Typ ist voll geil. Gefällt mir voll. Die Diät ist. Auch vor allem mal wieder ein neuer Charakter. So. Ich abonniere jetzt auf jeden Fall direkt den Kanal, um da vielleicht nichts zu verpassen. Wer weiß, was der für Videos droppt. Müsste sich das irgendwann meiner Meinung nach wieder erholen. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht dauert es auch ein halbes Jahr oder ein Jahr, aber es müsste sich wieder erholen. Er ist ja anscheinend auch wieder in Range, was ausreichen würde, um normal zu leben und sich zu reproduzieren, hat er ja nun auch schon. Also ist ja im Übrigen auch so ein Punkt, ne, diese klassischen Indizien, ob jemand was stofft, ob jemand jetzt Pickel auf dem Rücken hat oder nicht. Das ist so ein Bullshit, so ein Quatsch. Wir sind jetzt ja wieder auf meinem Kanal, da achte ich mal auf meine Ausdrucksweise. Das ist so ein Quatsch. Es gibt Leute, die haben den ganzen Rücken voller Pickel schon seit der Pubertät und sind nicht auf Stoff. Und es gibt Leute, die haben keinerlei. Ne? Es gibt Leute, denen fallen die Haare aus, einfach nur durch die normale DHT-Produktion, weil man da die, so wie bei mir. Seht ihr, Freunde, ich bin natural, ganz einfach. Und es gibt Leute, die behalten.
Erzählt mir nichts hier, dass meine Haare ausfallen oder so, dass hier kahle Stelle wird. Ein volles Haar, selbst wenn sie supraphysiologische Testosteronwerte und DHT-Werte haben. Kommt drauf an, was für Pickel. So, ich finde diese richtigen Stoffer-Pickel, Akne-Pickel, die erkennst du einfach. Aber wenn du mal hier, mal da mal einen kleinen Pickel hast, das ist normal. Vor allem in einem gewissen Alter ist das auch normal. Aber diese Stoffer-Akne, ich finde schon, dass du die erkennst. So ein Scheiß, ich wünschte, man könnte davon Haar rausreißen und man wüsste es. Das wäre echt geil, Freunde. Und an dieser Stelle pausieren wir auch dieses Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf esn.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.